Und weiter geht es mit den fünf Abschnitten. Der erste Abschnitt sind die vier Grundsätze. Erstens, das Wissen zu erlernen. Zweitens, danach zu handeln. Drittens, dazu aufzurufen. Und viertens, Geduld zu bewahren bei Schwierigkeiten, die einem auf diesem Weg begegnen. Der zweite Abschnitt sind die drei Grundsätze. Erstens, die Aufrechterhaltung der Einheit Allahs in Bezug auf seine Herrschaft, seine Namen und Eigenschaften. Zweitens, die Aufrechterhaltung der Einheit Allahs in Bezug auf die Anbetung und die Dienerschaft. Und drittens, sich vom Schirk, von dem Polytheismus und denjenigen, die ihn praktizieren, loszusagen. Der dritte Abschnitt ist die Notwendigkeit, den Tauhid zu erlernen. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum erlernen wir den Tauhid? Der vierte Abschnitt sind die drei fundamentalen Grundlagen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die drei fundamentalen Grundlagen die Fragen sind, die man im Grab beantworten muss. Die Fragen, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer war dein Prophet? Und der letzte Abschnitt ist das Schlusswort. Aus den Worten des Verfassers, Allah habe ihn selig, und wenn die Menschen sterben, werden sie wiederbelebt.